Gestern Abend begannen die Aktienmärkte an der Wall Street zu fallen und dieser Abverkauf, der setzt sich heute ein Stück weit fort. Und dafür gibt es nach meiner Auffassung im Wesentlichen drei Gründe. Der erste ist, dass sich allmählich die Erkenntnis durchsetzt, gefördert durch die Wissenschaft oder erklärt durch die Wissenschaft, dass das Coronavirus im Sommer nicht einfach verschwinden wird. Und wenn das so ist, dann sind die Hoffnungen auf eine V-Erholung, also auf ein ganz schnelles Erholen der Wirtschaft, praktisch an den Haaren herbeigezogen. Und vor allem sind zweitens dann die Aktienmärkte, die diese Erholung eigentlich schon längst eingepreist haben, nämlich diese V-Erholung, dann unglaublich teuer. Ich werde nachher Grafiken zeigen, die zeigen oder die belegen, dass der Aktienmarkt so teuer ist wie noch nie. Wenn die Forecasts, wenn die Prognosen über die Gewinnerwartungen stimmen, vielleicht sind sie besser, vielleicht sind sie noch gravierend schlechter. Das werden wir sehen. Und der dritte Grund ist der, dass man jetzt im Grunde so ein bisschen im luftleeren Raum hängt. Die Berichtssaison ist weitgehend vorbei in den USA und auch in Europa. Und vor allem, wir haben derzeit noch keine Aussicht auf neuen Stimulus durch die Trump-Regierung oder durch die Fed. Und das ist sozusagen dieses Vakuum, in dem man ist. Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich erst dann wieder nach oben gehen, wenn hier das nächste Paket kommt, die nächste unglaubliche Bazooka, die dann wieder ein Pflaster sein soll auf eine große Wunde. Und die Frage ist, kann das Pflaster überhaupt groß genug sein? Oder ist der Versuch, ein Pflaster auf eine solche Wunde zu kleben, von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Schauen wir uns die Dinge im Einzelnen mal an. Da sehen wir hier eben diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sagen, das Coronavirus, ja, es ist ein bisschen temperaturabhängig. Wenn es über 25 Grad hat oder Grad ist, dann wird die weitere Verbreitung des Virus durchaus eingedämmt. Was hilft, ist auch Feuchtigkeit. Denn durch die Feuchtigkeit sinkt die Luft nach unten, sinken dann auch die Viren sozusagen nach unten. Aber man hat eben gezeigt, dass Temperaturunterschiede von 5 bis 10 Grad, wenn sie unter 25 Grad stattfinden in verschiedenen Regionen der Welt, letztendlich nicht wirklich zu einer anderen Story führen. Das heißt, dieses Coronavirus wird uns nicht so schnell verlassen, auch im Sommer nicht. Im Herbst ist ohnehin dann mit einer zweiten Welle zu rechnen. Dann hat JP Morgan heute etwas veröffentlicht, Bouncing to Malaise, wo man eben diese V-Erholung im Grunde in Grund und Boden geschrieben hat und gesagt hat, das wird wohl alles nicht passieren. Die globale Wirtschaft wird 5,2% tiefer stehen Ende 2020 und dann immer noch minus 3,8% Ende 2021 sein. Das heißt, da wird vielleicht in 2021 dann eine Erholung sein, aber insgesamt wird das noch lange nicht reichen, um die Geschichte wieder einigermaßen in Richtung Null zu bringen. Und das ist ja die Theorie der V-Recovery, der V-Erholung, geht schnell und drastisch nach unten und dann geht schnell und drastisch nach oben. Aber wie gesagt, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn dieses Virus weg ist und wenn dann eben diese ganzen Lockdown-Maßnahmen komplett aufgehoben sind. Der Sell-off an der Wall Street, der begann ja gestern Abend als LA County, dieser Regierungsbezirk der Gegend um Los Angeles herum mit 10 Millionen Einwohnern und 3,8% des US-BIPs gesagt hat, wir werden wahrscheinlich den Lockdown noch 3 Monate mindestens belassen. Heute hat man diese Aussage so ein bisschen eingeschränkt, aber es ist klar, es wird da nicht die schnelle Rückkehr zur Normalität geben in LA und woanders wahrscheinlich auch nicht. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die heute noch wichtig waren. Da war zunächst mal Jerome Powell, der gesagt hat, dieser Abschwung, der ist gravierender als alle anderen zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg, also schlimmer als Finanzkrise, schlimmer als das Blasen der Dotcom-Blase. Und dennoch waren wir ja nicht weit allzu fern entfernt bei den Allzeithochs der Aktienmärkte. Das passt irgendwo ja nicht zusammen. Und was die Märkte teilweise so ein bisschen genervt hat, war die Aussage von Powell, we are not looking at negative rates. Und dann sind die Fed Fund Futures gesprungen, weil man eben diese Negative Rates eingepreist hatte schon ein bisschen. Faktisch werden diese Negative Rates kommen, also werden Negativzinsen in den USA kommen, mit großer Wahrscheinlichkeit, wie auch mit großer Wahrscheinlichkeit so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen in den USA kommen wird. Aber die Amerikaner, die brauchen noch ein paar Schubser, damit sie das dann realisieren und anerkennen. Sven Hendrik weist im Übrigen darauf hin, dass Jerome Powell ja nicht gesagt hat, nein, die werden nicht kommen. Er hat nur gesagt, we don't look at it, also wir denken das nicht, wir gucken uns nicht in diese Richtung um sozusagen. Also das ist auch kein ganz klares Dementi, aber den einen oder anderen hat das doch überrascht. Und dann
sagte Paul, wir brauchen additional policy measures, also eben diesen zusätzlichen Stimulus. Und dieser Downturn ist ohne bisher Vergleichbares a level of pain, das schwer in Worte zu fassen ist. Und Paul hat dann auch gesagt, und das hat vielleicht dann auch ein bisschen die Laune verdorben, noch zusätzlich, dass man morgen eine Umfrage veröffentlicht wird, die zeigt, dass von denjenigen, die im unteren Einkommensbereich sind, nämlich die 40%, die praktisch unter dieser 40%-Marke der Einkommensschwächeren sind oder der Einkommensschichten insgesamt sind, dass da praktisch mehr als die Hälfte ihren Job verloren hat, also dass das praktisch diese unteren Schichten massiv trifft. Das ist wirklich eine schockierende Umfrage, die sich durch die Zahlen, die wir schon gesehen hatten, so ein bisschen angedeutet hat. Mohamed El-Arian hat einen interessanten Punkt. Er sagt, es gibt ja diejenigen, die sagen, okay, die Fed, was soll sie anderes tun, als durch die Märkte eben zu wirken, durch Anleihemärkte, indirekt auch Aktienmärkte. Aber andere sagen eben, vielleicht würde die Fed besser daran tun, andere Maßnahmen zu ergreifen, die eben nicht auf die Finanzmärkte zielen, sondern auf die Main Street, also auf diejenigen, die es wirklich nötig haben, die hier direkt betroffen sind. Faktisch supportet ja die Fed letztendlich dann die oberen 10%, die eben die Aktien besitzen in den USA. Und das gilt für die EZB in ähnlicher Weise, indem man die Vermögenspreise nach oben bringt. Wir sehen hier übrigens die Debt Bubble in den USA. Wir sehen, dass auf jeden Fall seit der Finanzkrise die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Und dass jetzt sozusagen das ökonomische Wachstum ins Negative nach unten kippt, während die Schulden praktisch explodieren. Und vielleicht interessant auch, dass in den USA inzwischen so knapp 18% aller Unternehmen sogenannte Zombie-Firmen sind, die also nicht mal ihre Kapitalkosten verdienen, während in der Eurozone es derzeit so um und bei 11 sind und in Großbritannien ja so um die 10, 9. Also die Amerikaner, die haben auch mit Abstand die allermeisten Zombie-Firmen, die am Tropf eben jetzt der Notenbank hängen. Small Businesses meistens, die sonst untergehen. Wenn wir uns jetzt mal die Reaktion der Aktienmärkte anschauen, sehen wir hier Bärenmärkte. Seit den Jahren 1873, also schon ein paar Tage her. Und wir sehen, ja, das ist durchaus jetzt, was Sie da ganz rechts sehen, Pandemie 2020 ist schon was, aber es ist eben weit entfernt, etwa von der Finanzkrise, als die Aktienmärkte ja viel deutlicher eingebrochen waren. Und die Frage ist, naja, ist das gerechtfertigt angesichts der Situation? Wir werden gleich sehen, dass das ein bisschen schwierig ist, dass die Aktienmärkte dastehen, wo sie stehen. Jedenfalls sehen wir, dass, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Bärenmärkten, wir dann immer wieder sehen, dass jetzt diese Krise sehr schnell, sehr heftig war durch diesen plötzlichen totalen Lockdown, die Erholung aber auch ein bisschen arg kräftig war und dass das Tempo dieser Erholung der Aktienmärkte so oder so zu schnell war. Und selbst wenn diese V-Erholung kommen würde, ist das ein bisschen zu rapide gegangen. Und wenn wir das mit 1929 vergleichen, ist die Frage, ob dieser Vergleich hinkt, ja oder nein, weil damals eben die Fed nicht unterstützt hat, jetzt tut sie es. Aber da begann der Bärenmarkt erst, da war der Boden nicht erreicht. In anderen Bärenmärkten wurde der schon erreicht, wir werden sehen. Es ist vor allem Druckenmiller, der ehemalige Kompagnon von George Soros, der einer der anerkanntesten Denker und Praktiker an der Wall Street ist, der gesagt hat, es ist unglaublich, der Konsens scheint zu sein, sorgt euch nicht, wir haben doch die Fed, aber Druckenmiller sagt, da gibt es nur ein Problem, unsere Analyse sagt, das ist leider nicht richtig, das ist nicht der Fall, denn die Fed kann das nicht retten. Dann hat Donald Trump das gleich auch aufgegriffen und hat gesagt, ja, wenn sogenannte Rich Guys, also reiche Spekulanten so etwas sagen, dann haben sie meistens ein Interesse, dann sind sie short positioniert und wenn dann die Märkte short gehen, realisieren sie irgendwann Gewinne und die gehen dann long, während die anderen erst noch abdrücken müssen, ihre Long-Positionen. Naja, mal gucken, ob Trump recht hat. Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500 immer wieder um eine Linie gekreist ist und da immer wieder gescheitert ist, beziehungsweise vor der Corona-Krise diese Linie immer wieder verteidigt hat, nämlich die 15er MA, also 15er Moving Average auf Monatsbasis.
Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt auch wieder gescheitert sind. Und wenn wir die ganze Sache uns mal bewertungstechnisch anschauen, dann sehen wir, wir sind, was das Price-Earnings-Ratio betrifft, also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, könnte man sagen, wenn die Prognosen eben eintreffen, dann sind wir so teuer wie seit der Dotcom-Bubble nicht mehr. Das heißt, es ist ja jetzt nicht gerade so, dass die Aktienmärkte günstig sind. Selbst wenn sie jetzt noch 10% fallen, wären sie immer noch teuer, wenn die Prognosen eintreffen. Das sollte man einfach mal dazu sagen. Das sagt zum Beispiel auch Jerome Blockland, der sagt ja, die Earnings sind jetzt 28% gefallen oder das ist viel, aber im Vergleich zu früheren Krisen, die weniger gravierend waren, ist das noch gar nichts. Das ist also nur durch eine V-Erholung überhaupt zu rechtfertigen. Aber wenn die nicht kommt, ist es eben nicht zu rechtfertigen. Das ist das große Problem. Und der Unterschied zwischen Main Street, also den normalen Leuten oder dem, was man als Realwirtschaft bezeichnen könnte, und der Wall Street, der ist extrem. Wir sehen die Arbeitslosigkeit, die geht immer weiter nach oben, beziehungsweise hier die immer mehr Millionen Menschen werden in den USA arbeitslos und die Wall Street, die steigt immer weiter. Das ist ein Gap, eine Lücke, die immer krasser wird und die vielleicht irgendwann mal in sich zusammenfällt. Einer der großen Probleme, die die Aktienmärkte jetzt ja haben, weil ein Treiber wegfällt, ist, dass die Stock-Buybacks, die Aktienrückkäufe weitgehend wegfallen. Hier hat heute Bank of America gesagt, dass praktisch jetzt nur 1 Milliarde an Aktienrückkäufen bisher getätigt wurden. Das ist 90% weniger als im Vorjahresquartal. Das heißt, diese Buybacks waren eigentlich der große Treiber der Rallye. Das sehen wir hier. Das war der einzige Netto-Positivfaktor für die Aktienmärkte an der Wall Street, waren die Buybacks, die Aktienrückkäufe der Unternehmen. Alle anderen haben eher Aktien verkauft. Das ist also ein Punkt, der jetzt auch denjenigen, die sagen, der Fed-Put wird die Aktienmärkte weiter nach oben treiben, zumindest zu denken geben sollte. Das ist ein Gegenargument. Der Fed-Put ist natürlich ein Argument und man kann sagen, okay, wir haben eine massive Krise, aber der monetäre Faktor an den Märkten ist eben ein großer. Das stimmt ja auch, aber es fallen eben andere Faktoren weg und die Kluft zur Realwirtschaft war noch nie so groß wie heute. Das sehen wir auch jetzt hier. In Sachen Realwirtschaft heute die Erzeugerpreise aus den USA so stark gefallen mit 1,3% zum Vormonat wie noch nie in der Geschichte. Wir haben also jetzt diesen deflationären Schock und sehen, dass auch die Gasoline Demand, also praktisch der Benzin, die Benzinnachfrage in den USA sich nicht wirklich erholt hat, sogar jetzt tendenziell wieder rückläufig ist. Also das sind deflationäre Szenarien par excellence. Heute Maersk mit der Aussage, der weltgrößte Reeder, der sagt, ja, wir werden 25% an Volumen im Schiffstransport verlieren, die Aktie dann deutlich unter Druck. Anders Amazon, die sagen, ja, wir haben jetzt langsam wieder eine Situation, dass wir einigermaßen pünktlich liefern können, weil die Lieferketten so einigermaßen wieder funktionieren. Ich selbst bin ja gelegentlich an der Elbe, wie Sie wissen vielleicht, mit bayerischem Bier und gucke mir genau den Schiffsverkehr an, unter anderem. Und der hat zuletzt wieder deutlich zugenommen. Das heißt aber nicht, dass die Frachtpreise wieder steigen, denn es sind so viele Schiffe auf Halde. Die Frachtpreise bleiben unten, aber die Reeder sind froh, wenn sie die Schiffe in irgendeiner Form nutzen können und irgendwie in den Transport bringen können. Aber es nimmt jetzt wieder ein bisschen zu, das ist doch deutlich erkennbar. Das sieht man auch bei den Apple Maps Bewegungsprofilen. Es geht langsam, ganz, ganz langsam nach oben. Aber es ist eben nicht eine sehr, sehr schnelle Erholung. Und wenn wir jetzt mal umswitchen von den USA nach Europa, dann sehen wir, dass hier heute zwei Mitglieder des Verfassungsgerichts, nämlich Voskuhle und Huber, gesagt haben, ja, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen EZB, das ist durchaus valide. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen. Und da hat die EZB sich dann geäußert und hat gesagt, naja, aber das war doch alles proportional, also ist doch alles schick. Aber das wird nicht ganz einfach, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil wegzuwischen. Und das könnte die Geschichte in der Eurozone schwieriger machen, zumal Italien jetzt wohl vor dem größten BIP zu Schuldenverhältnisse steht seit seiner Gründung im Jahr 1860. Also das wird jetzt auch in der Eurozone eine ziemlich enge Kiste, vor allem wenn das Bundesverfassungsgericht sich durchsetzen kann. Wenn Merkel sagt, ja, dann darf die Bundesbank nicht kaufen, dann wird es wirklich auch hier ziemlich kritisch. Schauen wir uns hier die Märkte mal an. Zunächst mal der Dow Jones, 23.000.
276 Punkte, das ist doch ein bisschen weniger, nämlich 1000, als wir gestern auf der Uhr hatten. Damals war das vor diesem LA County Schließung oder diesem Lockdown, 3 Monate Lockdown. Das hat die Märkte, wie gesagt, nachhaltig ein bisschen genervt. Die Charts übrigens sind von Capital.com. Bevor ich das vergesse zu erwähnen, wir sehen, dass der DAX sich praktisch eine Stufe tiefer gelegt hat. Bei 10.479, was machte der Euro? Wir sehen insgesamt heute Dollar stärker 1,0820, die Gemeinschaftswährung, Zeichen der Risikoaversion, wenn der Dollar stärker wird. Und was habe ich noch für Sie? Netflix will ich nicht zeigen, aber dann zeige ich mir mal Öl, Brennöl, das auch wieder unter Druck kommt, ein bisschen 29,69 $. Also, das ist die Situation. Wir haben diese massive Kluft zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Die hat sich ein bisschen verringert. Nach wie vor sind die Aktienmärkte, wenn die Prognosen so eintreffen, wie sie sind, was die Gewinnerwartung betrifft, viel, viel, viel zu teuer. Es müsste also deutlich besser sein, als die Prognosen sind. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die Prognosen noch zu optimistisch sind. Dann fehlt irgendwie der Impuls, neuer Stimulus, neue Bazooka. Das ist das zweite Problem. Und das dritte große, eigentlich entscheidende Problem, das Coronavirus wird erstmal bleiben. Und damit wird eben all das, was man sich in den kühnsten Träumen vorgestellt hat, an wundersamer Erholung nicht stattfinden. Und das müssen die Aktienmärkte irgendwann einpreisen. Und vielleicht tun sie das jetzt. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.